Yeah. Illegally, yeah. I do what I want. Yeah. No, we didn't spend the whole night. We left 5 to 6. So it's interesting that they wouldn't... Is that rape? Yeah, yeah, I think so. Yeah, it is. But so sure. Yeah. And the mail line is behind us in the tree, you know, over there, no? He's sitting there. Okay, I'm going to have a look at it. Later, no? Okay. You wouldn't think that, the... Oh, I see. Archer's already starting to ask if they can come in. Yeah. I mean, seriously, you can spend the whole morning here now. Because look upstairs, there's no sun. So they won't hide now. No? Yeah, the lines are spread out there this morning. Eh? Yeah. And that's why you've got to be careful. Yeah. 1, 2, 3, 4. 6. Yesterday there were 8. So where are the other 2? That's why I wouldn't be too casual here. Oh, you think so? They don't want a measly, scrawny human to eat. Well, I'm happy that you think I'm scrawny. I mean, they have a meal already, no? Mm. And they have a young cub, and they don't know how dangerous we are. This year? Yeah. Come on, you can talk to your grandma. Oh, there's a little cub. Kids are not with me. Yeah. Only one cub, that's interesting. Looking back at it. I think they're just in the mood to hunt, no? Are there no crocodiles here? Is it? Why wouldn't there be crocodiles? Is there fish? Next car is coming. Mm. Turn your spot, turn before you get inundated here. What? Ja? Ich kann nichts hören. Der Schlüssel steckt. Welcher Schlüssel? Yes, I mean, this is wide open, you know. Why absolutely, you yeah. And just say, you were the only ones. He just stood up, went inside and said, oh, sorry, I can't. You know? And she drove me there, so I can't. You can see it very nice. Look at the one who's been in the water. Tommy. Yeah. Morning. Yeah. Morning. Yeah. And the buffalo cock is looking very slim. Yeah, yesterday one of the lions charged the party over there. No. Yes. Yeah. Yeah, he was basically coming towards here. Yeah? Yeah. Good morning. Good morning. Ja, frag die doch mal, hast du mir gerade erzählt. He charged? Ja. What did he do? Yeah, he came forward and like tried. A mock charge? Like a mock charge? No, a lion? I've never heard about that. I don't know, maybe why not? You're right. Mm. The lions don't know what they're supposed to do. Mm. Yeah, yeah. Trying new technique. Ach, that's the reason why they return so quickly. Now there's 5 children in the car, no? We have a bit of a different attitude. But now we have so many what people. What happened with the charge? Yeah, the lion has come towards us here. Yeah.
That's what he told me, and yeah. Now he said we should be careful. No? Yeah, I can well believe it, because I can only count six, so where are the other two? Most important, they make a bit noise, not too much. Huh? Oh, we're too many now. Ja, jetzt kommt der Nummer 8. Der 7er kommt jetzt. Ja, ja. Ne? We are 7 now. 4, 5, 6, 7. Yeah. So which is from number 8? Behind, in the bush. In the bush behind, yeah. Oh, there you are. There. Sorry. Is this number 8? Die Kamera macht Bilder, als hätten sie in High Definition. Das ist unglaublich, 4K. Ja. 500 Euro. Ich mache nie wieder ein Foto. Nee, das war jetzt gelogen. That will be a very stinky so effects of it mortuary animals with all the comes out and the fumes and the people and the disturbances and ich glaube, einer der Jungtiere ist ein männliches Tier. Ja. Die anderen sind. Ich glaube, es sind alles Weibchen. Whereas if you've got a hunting incision, you have one vehicle shooting down, one back, back or one back. Yeah. Yeah. So you see, that's the other side of the story. But maybe it's. Yeah. Der Büffel ist ein bisschen dünner geworden, ne? You have to have somewhere to stay and water to use and refuse. You can always read that on Google. They sometimes try to get the people get out of their cars, no? They did already the lines. Das erste Mal in Havanna? Sind Sie das erste Mal in Havanna? Nein, wir waren vor 2 Jahren hier. Ja, ja, aber nicht hier, nur im Main Camp. Das ist auch schön, da sehen Sie auch noch mehr Löwen. Dann sind wir 12 um 6 Uhr morgens am Camp. Ja, die haben wir verpasst, die waren vor 2 Tagen. Ja, das waren wir, ja, da haben wir gehabt. Die haben wir nicht mehr. Wir haben die noch, ganz spät abends haben wir doch auch so im Offenen gesehen, aber die waren nicht besonders klar und ziemlich dunkel. Also wir waren jetzt insgesamt 9. Wir haben dafür 2 Geparden gesehen. Wir auch. Das war ein Tag davor, ne? Die saßen uns praktisch auf der Mutterhaube. He wrote a book called The White Lines of Tiruvati. He lives in Zambia and we visit him every day. Schöner Park, ne? Mm. He lives in the Kafue National Park. Hier? Ja, ja. Wir wussten nicht, was wir zu erwarten haben. Bitte? Wir haben keine Ahnung gehabt, was es hier gibt. Ja. Ach, hier in dieser Ebene? Wir waren schon ziemlich enttäuscht. Obwohl auf dem Weg zu der anderen Plattform haben wir gestern eine Gruppe Rohn-Antilopen. Das war schon besonders. Dann kamen sie und haben gesagt, wenn du irgendwo Löwen. Das wir haben diesen 9 Tagen hier, diesen 8-mal Löwen gesehen. Ja. Big Tom, dieses hier, dann im Cinnamantella, dann in Masumadam, dann in Main Camp, dann in Kennedy Park. Ich habe so viele Löwen gesehen. Wir fahren jetzt noch nach Moreno. Ich weiß gar nicht, was wir da wollen. Ja. Ich sehe hier jedes Mal so viele Löwen. Das dauert ein bisschen. Muss ich sind schon öfters hier? Bitte? Sind schon öfters hier? Ja, 6-mal. Ach so. Seit 2012. Das Land ist auch netter als Botswana.
Botswana ist halt ein bisschen einfach zu bereisen, weil sie da alle Sachen kriegen, aber hier ist es wirklich wesentlich netter hier. Leute sind einfach netter, finde ich. Haben Sie ja auch in Johannesburg gebucht oder haben Sie das gemacht? Wir haben das in Livingston. Livingston geholt. Nee, wir haben unsere Ausrüstung mitgebracht. Wir haben unsere Ausrüstung aus Europa mitgebracht. Ja. Und haben wir für 50 Euro in Johannesburg den Wagen da gebucht. Und das gehört dieses Fahrzeug Ihnen? Bitte? Das ist Ihr Fahrzeug? Nein, das ist Mietwagen von Eurocar. Ja, okay. Na? Aber die Cheetah waren schön, ne? Ja. Was kommt jetzt als nächstes, Junge? Jetzt geht's nach Wake Forest. Ja. Und dann nochmal zum Lower Zambezi. Ja. Und dann geht's nach Hause. Ja, wir fahren jetzt noch nach Moremi und Savuti und dann fliegen wir den nächsten Samstag von Johannesburg nach Hause. 4.200. No problem. Könnte etwas heller werden. Ne? Ist es schon. Bilder werden schon besser. Also gestern Abend fand ich es ein bisschen platt. Ne? Ja. Weil sie besonders merkte man, aber das ist doch schon. Nee, der Park ist halt riesig, warum nicht durch, ne? Aber was ich in den letzten 4 Tagen hier gesehen habe, ne? Oder 5 Tagen, ne? Wir waren noch 2 Tage Matobe, ne? Da können Sie an die Lage jetzt an 5 Meter ran zu Fuß, wenn Sie Lust haben. Auch nett, ne? Aber genug Sprit haben Sie noch, ne? Oh ja, ich habe noch einen ganzen Tank vor. Ja, wir haben jetzt noch 2 Kilometer gefahren, das ist ja oder so. Weil wir waren gestern morgens um 7 durch Bulgarien am Sonntagmorgen. Kilometer lang gestanden, nirgendwo kriegen die Sprit. Die warten nur und hoffen nur auf das irgendein Tag. In Wake Falls haben wir auch Schlange gestanden, für Diesel, war nicht sehr lang. Als wir ankamen, also wir waren 2, da kam er dann und sagte, nein, ihr kriegt keins. Warum nicht? Also only for prepaid customers. Prepaid customers? Ja. Ach Gott, ja, und dann? Dann sind wir dann so auf Helang nach Changi gefahren und dann bekamen wir auch so weit mit. In Havanna haben Sie bekommen? Ja. Ging das einigermaßen? Ja, ja. Da war, das ist die Tankstelle am Highway. Ja, ich kenne die. Die Lokomotive. Die sind netter, die Jungs. Und da haben wir da erst gefragt, ob wir damit mit Visa bezahlen können. Sagt sie, nein, nur mit Bar. Da wollten wir unsere Dollars, wollten wir so wie möglich, weit wie möglich aufheben. Da ist aber eine Tankstelle im Ort. Ja. Und da können wir mit Visa bezahlen, aber die wollten nur 20 Liter abgeben. Da hat er so ein Schild an dem Ding und also wir haben die haben, nur 20 Liter. Wir nehmen so viel Bargeld immer mit. Das wird jetzt 15 Tage hier gewesen, dann passt fast $3,000 mit im Bar. Weil ich mir das mit den Kreditautomaten zu unsicher ist. Ja. Und wir haben nur 20 und 10er und 1er und 5er Dollar. Ja. Nichts anderes. Und das geht wunderbar. Ja. Wenn sie da mal einen verlieren, das ist zwar ärgerlich, aber das ist ja so. Ja. Ne? Dann sind wir so wieder mit $100 von die Hälfte gefälscht ist. Ja. Und alles kostet mindestens $1. Ja. Egal, was es ist. Aber ich finde, wir haben da Tomaten gekauft an der Landstraße da. $1 für so Pyramidentomaten, wunderschön. Aber dieselben Tomaten, genauso viel in Sambia, kosten einen Quatscher, ein Zehntel. Ja. Aber wissen Sie was, als Tourist sehe ich das immer anders. Sie müssen keine Aufwand mehr betreiben, überhaupt erstmal hierher zu kommen, auch finanziell, sondern auch zeitmäßig. Ja. Ne? Wir leben ja nicht hier, das ist unser Privileg. Ja, ja. Ne? Ich finde das auch richtig, dass die Locals weniger bezahlen überall als wir. Ich bin ja persönlich, das ist völlig in Ordnung. Woher kommen Sie denn aus Deutschland? Ursprünglich
in den Königsberg geboren, ja. Aber in der Nähe von Mainz aufgewachsen. Ja, ich komme ursprünglich aus Hamburg, lieber aber jetzt in London. Ja. Ein kleines Kap zwischen Alzey und Mainz. Das hört sich doch schön an. Schönes Wetter das ganze Jahr, ne? Oh. Bei euch? Oh ja, ja. Wie hier. Das ist Australien, ist also die Gegend hier ist wie bei uns, nur mit schöneren Tieren.